So, meine Freunde, dann starten wir mal in das zweite Gefecht rein. Guck mal gerade, wir dürfen wieder einmal verteidigen. Wieder gegen die Amerikaner. Heute allerdings mal mit dem K98, der Pistole und einem Sunny Pack. Ja, mal gucken, was hier bei rumkommt. Erste Flugzeuge nähern sich schon. Und starten uns mal einen Besuch ab. Oh, du Idiot. Die Brücke muss im Endeffekt jetzt nur gehalten werden. Okay. Wow. Er setzt sich an die Flak, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Kommen wir hier durch? Wir kommen hier durch. Er ist Flugzeug vom Himmel gelaxt. Und dann kommt er mit seiner Grease Gun. Zurück, der stürzt gerade ab. Ah, die müssten eventuell mal tatsächlich die Flugzeuge mehr zu uns holen. Ich brauche so auf die nicht schießen, das ist komplett Verschwendung. Okay, jetzt gehen sie in Kamikaze-Modus über. Ich sehe das schon wieder. Die Frage ist jetzt, ja, er wird schneller da sein. Also, mein Karabiner ist grundsätzlich auf One-Shot gemoddet. Das heißt, im Endeffekt. Will er es jetzt wissen? Will er es jetzt wissen? Okay, es ist nur gut für uns. Das ist nur gut für uns. Das werden wir weiter so machen. Ah.
da, komm. Man sollte es halt nicht allzu sehr riskieren. Er wollte es jetzt unbedingt wissen. Soll er machen. Ist einfach nur gut für uns. Ja, wenn wir die Flugzeuge raus haben, dann können die nicht mehr allzu viel machen. Ich hab gerade mit meinem Soldatenleben abgeschlossen gehabt. Noch. Okay, der kommt hier hinten rum. Der kommt runter. Und der ist kaputt. Ja, gucken, 10 Flugzeuge noch. Sitzen sie hinter den Feind oder hinter uns? Jetzt eine gute Frage, wie ist der da hingekommen? Vor allem, wo ist der? Mir blieb jetzt nicht besonders viel übrig. Außer Unterdrückungsfeuer. Scheint aber von hier drüben zu kommen. Die Garand. Ist er vielleicht doch nicht mehr hier. Das habe ich zu spät gesehen. Scheiße. Ja, so sollten wir uns jetzt eher darauf konzentrieren, B-Line zuzumachen. C stehen wir stabil. Haben wir ein Problem.
so minimal Unterstützung wäre halt hier schon ziemlich nice. Also, ob wir das Ding jetzt verlieren. Hier sieht's gut aus. Jawohl, zack. Nehmen wir. Nehmen wir so mit. Dann gehe ich aber wieder hier hoch. Dann werde ich wahrscheinlich wieder die Flak besetzen. Frage ist jetzt, komme ich von hier so ran, wie ich das brauche? Ich würde es schon fast bezweifeln. Weil der steigt gut hoch. Keine Chance. Okay, macht das sehr schön, dass er da wieder runter geht. Hey, was zur Hölle wollt ihr jetzt hier eigentlich? Eigentlich keine Flugzeuge mehr so. Das, was jetzt hier durch die Gegend schwirrt, sind ihre letzten Piloten. Das heißt... Oder zumindest die letzten Flugfähigen. Das, ich vernachlässige diese Position mal. Und wir stürzen uns mal auf die... Ne, auf die B-Line so rum. Die haben wir ja in dem Fight nicht. Wobei, wenn du da hinten bist, gönn dir die Points. Und jetzt hier rüber. Haben wir den Vorteil, dadurch, dass die C-Line gleich nebenan ist, dass wir über C und B kommen können. Sprich, wir kommen als Flügelzange. Einmal frontal drauf und einmal von uns aus gesehen rechts. Also jetzt von mir aus gesehen.
Natürlich. Ja, wir haben Glück. Wir haben ziemlich Glück. Okay, die fallen beide um. So. Mehr als aufklären kann ich jetzt gerade nicht. Wir müssen auf jeden Fall den Punkt erstmal halten. Weil die können nicht allzu viel machen. Die Piloten sind raus. Na. Ah, den habe ich übersehen. Den nehme ich trotzdem. Ja, es scheint sich nichts mehr zu bewegen. Na gut, okay. Na, machst du natürlich nichts. Ich stehe jetzt aktuell nur so weit vorne mit dran. Eben weil sie die Panzer hier vorne mit hingekriegt haben. Wenn hier vorne keine amerikanischen Panzer stehen, würde es ganz anders aussehen. Ich will das auch nicht allzu oft fallen. Weil One-Shot-Karabiner logischerweise sehr begehrt. Ich habe hier was nachladen gehört. Bei da oben. Da bewegt sich was.
mich steht da auch noch einer. Macht er gleich einen Abzug. Da macht er gleich einen Abzug. Ich leg mich mal jetzt ganz dreckig hier einfach nur in das Gebüsch. Dann guck ich mal. Okay, also der Panzer klingt halt nicht so geil. Drängt uns jetzt natürlich auch ziemlich gut zurück. Okay, der gehört zu uns. Okay, den Punkt kriegen wir halt unter Kontrolle. Es sind halt nur die Panzer, die uns hier einheizen. Den Rest haben wir so, wie es ist, absolut unter Kontrolle. Hinter mir. Ja, in dem Gebüsch bewegt sich's. Ah, Scheibenkleister. Gesehen hat er mich nicht. Die knallen hier trotzdem alles weg. Ich hab den Kopfschuss vom Sherman gedrückt. Da kann schon wieder ein Ami durchs Feld gerannt. Niemals im Feindgebiet stehen bleiben. Und ich sag's halt einfach noch, ne?
Junge. Fahr zu. Okay, wir nähern uns mal wieder mit dem Panzer an. Ah, der Panzer hat Heilung. Danke, dass du stehen bleibst. Und wenn das MG nicht ausreicht, hältst du einfach mal voll rein. Hier oben ran. Ich komme hier oben ran. Jetzt haben wir im Endeffekt 16,8. Habe ich mir eigentlich tatsächlich mehr erhofft von dem Karabiner. Na, brauchst du gar nicht probieren. Oh, wow. Da verliert die Thompson gegen die meiner Meinung nach schwächste Handfeuerwaffe in dem gesamten Spiel. Und dann sitzt da oben noch einer drin. Ich habe auch die Treppe hier drüben, du Held. Jetzt sind es noch 50, 40. Hier noch die Troop Points drauf geben. Wäre der Lucky Punch gewesen. Das wäre zu genial gewesen. Naja, Kampf im Endeffekt trotzdem solide gewonnen. Ganz, ganz solides Ding. 1959 Erfahrungspunkte, die wir hier im Endeffekt mit rausholen. Ah, 18,9. Ist schon in Ordnung. Gut, eigentlich ist es nicht in Ordnung. Eigentlich ist es nicht in Ordnung, tatsächlich. 11.000 Credits, die wir gemacht haben. Erstmal für den Kampf alleine.
1000 Credits, die wir bezahlt haben an Reparatur. Das heißt, wir haben ganz gut Stress verbreitet. Ich kann ja mal die Musik minimal lauter machen. Weil noch gefragt wurde, das erste Video, weil ich mit dem Sturmgewehr 44 gespielt habe. Ich habe das gespielt mit der Jägerpatrone kurz und mit dem Feld, mit der Feldabzugsbearbeitung. Heißt, ich war einfach von der Feuerrate her schneller und war halt vom Schaden und von der Durchschlagskraft her. Genau, vom Schaden, von der Reichweite her. Das könnte ein bisschen zu laut gewesen sein. Jetzt müsste es gehen. Also war es im letzten Video gemoddet. Eben die Jägerpatrone kurz. Und den Feldabzug. Den Rest wollte ich nicht mit reinnehmen, weil der Rest hätte das Terror... das Trefferbild komplett zerstört. Die K98 habe ich jetzt gespielt mit der Anschusspatrone. Ohne Visier diesmal. Ich hätte sie mit Visier spielen können. Visier aber der Nachteil im Nahkampf. Der schwere Schlagbolzen und den Scout 2 als Lauf. Dann mal gucken, was ich mir als nächstes vielleicht vornehme. Wenn ihr einen Wunsch habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.